Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Biosyn Jurassic World. Und wir bauen heute den letzten Parkbereich. Danach ist der Park dann fertig. Aber es kommt noch eine weitere Folge, wo wir dann nochmal eine Besichtigung machen, also einmal durch den Park als Besucher gehen und auch dann mit dieser schönen langen Tour durch den Park einmal fahren werden. Und viele von euch haben auch nach dem Safe Game gefragt. Das stelle ich euch dann natürlich auch zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt dann den Park auch selber mal besichtigen oder halt auch umbauen, wie ihr möchtet. Jetzt gerade bin ich dabei, eine weitere Lagune für den Park zu bauen. Diese umrande ich gerade mit Wegen. Und da muss natürlich auch die Jurassic Tour Strecke weitergeführt werden. Die müssen wir jetzt ja am Ende auch wieder zurück zum Eingang führen, damit wir sozusagen einen Kreislauf haben. Und jetzt bearbeiten wir hier das letzte Stück Wald zwischen Eingangsbereich und dem letzten Parkbereich. Dort setze ich nämlich nochmal ein großes Aviarium hin, wo dann der Quetzalcoatlus untergebracht werden kann, weil den wollte ich unbedingt auch noch im Park haben. Und dann hier vorne verbinde ich das ganze Wegenetz dann mit dem Eingangsbereich. Das heißt, man kann dann auch zu Fuß einen perfekten Kreislauf durch den Park gehen. In das Aviarium mussten natürlich dann auch noch Beobachtungsgalerien. Und dort die Wegflächen auch vernünftig ausgefüllt. Und zu guter Letzt musste dann auch noch die Tourstrecke einmal durch das Aviarium geführt werden. Und jetzt das Ganze mit dem Rest der Strecke verbinden. Und jetzt hatten wir auch bei der Jurassic Tour einen Kreislauf. Hier auf diese runde Fläche habe ich dann auch nochmal so einen Biosyn-Turm wieder platziert. Das hatte ich auch schon öfter im Park gemacht. Und hier an dieser Stelle habe ich dann einen Besucherladen hingebaut. Ich habe natürlich immer auch so ein bisschen darauf geachtet, dass ich weiterhin auch die zweite Wegfarbe noch benutze. Weil nur eine Farbe ist immer ein bisschen langweilig, aber ich finde es immer spannender, wenn man mindestens zwei Wegfarben verwendet. Man kann natürlich auch drei verwenden, das geht auch. An der langen Seite der Lagune habe ich dann auch zwei Hotelanlagen noch gebaut. Und auch hier die Wegfläche ein bisschen weiter ausgebaut. Denn auch hier habe ich wieder die zweite Wegfarbe mit einfließen lassen. Und auch vor die Hotelanlagen habe ich dann nochmal zwei Besucherläden platziert. Ich habe mich dann auch dazu entschieden, hier das Ganze mit der zweiten Wegfarbe nochmal weiter entlang zu ziehen, bis zum Turm. Und auch hier um die Kurve rum. Das fand ich einfach optisch ein bisschen schöner von oben. Und auch hier habe ich natürlich wieder darauf geachtet, alles zu beleuchten.
muss euch aber echt schon sagen, der Park ist sehr, sehr groß geworden und ich habe sehr viele Objekte verbaut. Und jetzt gerade in der letzten Folge habe ich viel gemerkt, dass so langsam die FPS ja schlechter werden. Also ich hatte dann öfter auch mal solche Ruckler oder so beim Bauen, solche Mikro-Ruckler, das sieht man jetzt im Speedbild nicht. Aber das war schon störend beim Bauen, muss ich sagen. Also nächstes Mal, wenn ich was in so ein Projekt mache mit so vielen einzelnen Objekten und sowas, werde ich das auf jeden Fall ein bisschen kleiner bauen. Dieser Park ist auch wirklich sehr, sehr groß geworden. Also der füllt eigentlich die gesamte Biosyn Valley Map aus. War von Anfang an eigentlich nicht so geplant. Aber gut, es ist, wie es ist. Und es hat jetzt am Ende auch alles funktioniert. Da bin ich echt froh. Weil bei unseren letzten Projekten hatten wir dann teilweise ja auch Probleme, dass wir die Save Games und so nicht mehr richtig laden konnten. Das war jetzt zum Glück hier gar nicht der Fall. Ich habe dann auch nochmal nachträglich eine Galerie, so eine Beobachtungsgalerie bei der Lagune eingefügt. Das hatte ich nämlich komplett vergessen. Habe ich auch bei der Planung gar nicht berücksichtigt, aber ich konnte das alles ganz gut dann noch retten. Dann einfach so einen Bogen mit der Strecke da rumgemacht. Und ja, jetzt geht es wieder ganz, ganz viel ans Einzelbäume platzieren. Am Waldrand entlang. Das habe ich eigentlich fast immer gemacht, genauso wie Felsen. Da werde ich jetzt gleich auch da viel, viel für euch rausschneiden. Ich glaube, das habt ihr jetzt genug gesehen. Da kann man auch eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Also es ist halt einfach so ein bisschen random platzieren, um dann halt den Übergang ein bisschen schöner zu machen. Oh genau, gerade an dieser Stelle habe ich dann diese Ruckler gemerkt. Deswegen hatte ich hier jetzt dann auch das Spiel pausiert, weil wenn ich es pausiert hatte, dann ging es ein bisschen besser. Es war dann auch immer ein bisschen nervig beim Bauen, weil ihr seht jetzt, wenn ich so Bäume platziere, dann bleibt der Rauch und sowas davon platzieren. Aber daran hat man eigentlich dann ganz gut gemerkt, dass es halt ja, von der Größe halt perfekt gepasst hat. Also ich bin super, super zufrieden damit. Bin den kompletten Park ausgefüllt. Ich habe eigentlich fast alles so gebaut, wie ich es mir auch vorgestellt hatte. Und das Spiel lief am Ende noch. Und jetzt ging es dann auch endlich an das Gestalten von dem Aviarium. Da muss ich echt sagen, dass ich es sehr, sehr störend finde, dass man halt so wenig Höhenunterschiede machen kann. Also nach oben hin kann ich es ja so ein bisschen verstehen, dass man da nicht so Riesenberge zeichnen kann oder sowas. Aber man konnte nach unten hin das Terrain fast gar nicht absenken. Also so viele Möglichkeiten beim Gestalten hatte man nicht. Ich hatte dann auch nochmal nach der Mod geguckt, mit der man das halt komplett frei gestalten kann. Das war die Open Aviary Mod. Diese gab es allerdings nicht in der aktuellen Version, also man konnte die nicht installieren, dass die funktioniert. Wurde noch nicht geupdatet. Bisschen schade, aber gut. Wir haben halt dann mit den Mitteln gearbeitet, die wir hatten. Hätte aber trotzdem gerne noch ein paar mehr Höhenunterschiede eingebaut, muss ich sagen. Ihr könnt jetzt auch hier das erste Mal die Jurassic Tour Trucks rumfahren sehen. Das konnte man vorher in den Speedbuilds nie erkennen oder sehen, weil die Trucks halt erst losfahren, wenn man einen Kreislauf geschaffen hat. Und den haben wir jetzt logischerweise erst in der letzten Folge hinbekommen, weil die Strecke halt durch den gesamten Park geht. Ich glaube, es gibt nur ein Gehege, wo die Strecke nicht durchfährt. Das ist, glaube ich, das Anfangsgehege. Deswegen bin ich auch umso mehr gespannt, in der nächsten Folge damit mal rumzufahren. Ich habe hier übrigens auch sehr, sehr viel mit Sand und Fels gearbeitet. Weil die Sachen werden ja sowieso immer noch mal wieder grüner, wenn man dann die ganzen Bäume und Büsche und sowas platziert. Deswegen kann man eigentlich immer lieber zu viel Fels und Sand erstmal einzeichnen und dann am Ende noch mal gucken, wenn einem das zu sandig ist, kann man ja immer noch mal mit dem Terrain-Tool da wieder rüber gehen. Ich habe halt hier im Aviarium auch komplett mit selbst platzierten Bäumen gearbeitet. Und auch im hinteren Bereich habe ich nochmal ein bisschen Wasser eingezeichnet. Die Höhe, wo das Wasser jetzt übrigens ist, ist die niedrigste Höhe im Aviarium. Also man kann das wirklich fast gar nicht absenken. Ich hoffe, da wird bald dann auch wieder diese Mod geupdatet. Das wäre richtig cool.
Ich hätte hier richtig gern so eine Berg- und Klippenlandschaft irgendwie gehabt. Ich finde, das hätte richtig gut zu dem Quetzalcoatlus gepasst. Hat jetzt auch hier wieder pausiert, wie ihr sehen könnt, weil es halt geleckt hat. Manchmal sieht man das sogar im Speedbuild so ein bisschen, dass da so Loading-Lags sind. Das war halt beim Bauen echt ein bisschen störend. Jo, das sieht man sogar richtig gut. Holy shit. Und das ist halt, wenn man das nicht im Speedbuild sieht, noch weitaus nerviger. Weil das halt dann immer so 1-2 Sekunden sind, wo du Standbild hast. Hier ist jetzt auch schon wieder der Pausemodus an. Aber geht ja auch so, ne? Und wir sind ja, wie gesagt, nach diesen paar Bäumen, die ich jetzt hier noch platziere, auch fertig mit dem Park. Es freut mich auch echt, dass wir mal wieder ein Projekt abgeschlossen haben. Weil in letzter Zeit hatten wir auch so viele Sachen, die irgendwie nicht fertig geworden sind. Ich habe mir jetzt aber auch vorgenommen, dass ich das organisatorisch jetzt immer ein bisschen anders handhaben werde. Dass ich nicht gleichzeitig mehrere Sachen und so anfange, sondern erstmal eine Sache fertig mache. Und in die Lagune kommen 6 Elasmos. Ich mache das jetzt hier mal mit einer Mod. Ich hoffe, das klappt. Oh ja, die schwimmen direkt los, das ist gut. Ja, Elasmo sieht auch echt cool aus. Wir müssen jetzt einmal von oben gucken. 6 ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir 5. Jetzt einmal vorspulen. Bis die 5 da sind. Sind alle mit Random Skins. Und dann deaktivieren wir das Ganze hier einfach gleich. So. Deaktiviert. Jetzt haben wir unsere 5 Elasmos. Ist echt praktisch, dass man das so machen kann. Und ihr könnt natürlich auch wieder für die Elasmos schöne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und hier auf die Fläche wollte ich eigentlich auch nochmal Springbrunnen machen. Das hatte ich ganz vergessen, als ich das gebaut habe. Weil solche Plätze bieten sich dafür mal ganz gut an. Und natürlich müssen auch noch ins Aviarium die Quetzal. Da mache ich jetzt mal 3 Stück. Und dann gucken wir mal, wie es von der Größe aussieht. Ja, ich glaube 3 Stück ist genug. Der ist halt echt riesig, der Quetzalcoatlus. Sind jetzt auch random Skins, die hier gerade rauskommen. Auf jeden Fall sehr interessante. Die hatte ich so noch nicht. Die Skin-Kombination. Da ich finde, dass es hier tatsächlich noch ein bisschen leer aussieht im Aviarium, habe ich mir überlegt, dass wir hier auch noch ein paar Landsaurier reinmachen. Ein paar Gallis, die hier rumlaufen. Ich habe jetzt erstmal 10 Stück eingestellt. Und die werden dann auch nachproduziert, wenn einer stirbt. Das heißt, wir könnten sogar eventuell, wenn es mit den anderen Gegenden auch funktioniert, das Jagen anstellen, dass dann die Quetzal auch mal Jagd machen auf die Gallis. Ich weiß halt nicht, ob 10 zu viel ist. Ich glaube, 10 ist ein bisschen zu viel. Ich mach mal Stopp. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind. Aber dann haben wir ja wenigstens noch so ein paar rumlaufen. Das ist doch schon mal cool. Also so gefällt mir das. Ich kann da noch einmal rauszoomen. Und dann zeige ich es euch mal von oben. Das ist wirklich ein riesiger Park geworden. Wir haben die komplette Karte ausgefüllt. Sieht aber schon sehr beeindruckend aus, oder? Ich bin echt zufrieden. Und wir werden ja, wie gesagt, auch nochmal eine Parktour machen. Da werdet ihr dann nochmal alle Bereiche genau sehen. Wir werden nochmal schön mit der Truck-Tour fahren hier. Durch den gesamten Park geht ihr. Da freue ich mich schon drauf. Ich würde sagen, das soll es jetzt aber mit der letzten Baufolge von unserer Biosyn Jurassic World gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir schauen uns nochmal an, was wir heute gebaut haben.